Die Wahrheit wird schrittweise weiter enthüllt und sie ist ein Wahnsinn. Wir haben in der letzten Folge endlich die Vergangenheit betreten und Prinz Khazan gerettet und dabei erfahren, dass eigentlich Wahram der wahre Prinz ist. Nach einem geilen Kampf gegen ihn und haben endlich unsere letzte Zeitfähigkeit erhalten. So, jetzt bin ich in der Zuflucht zurück und jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können, beziehungsweise was die ganzen Charaktere eigentlich sagen dazu. Willkommen. Erinnerst du dich an mich? Du bist der Krieger auf wichtiger Mission. Versprich mir, dass wir unsere Stadt nicht verlieren. Ich weiß nicht, was ich versprechen kann. Was auch immer diesen Wandel ausgelöst hat. Es lässt meine Amulette zu mir sprechen. Was sagen Sie? Nichts, was ich bisher verstehen konnte. Es muss aber wichtig sein. Sie haben in über 30 Jahren nie gesprochen. Die Zeitkristalle verhalten sich eigenartig. Das habe ich noch nie gesehen. Das muss der Wandel in der Zeit sein. Das wird es sein. Zu Beginn des Fluches hat sich die Zeit oft gewandelt. Dadurch haben sich viele arme Seelen in ihrem eigenen Verstand verirrt. Das sollte die Dinge in Ordnung bringen. Mein Junge, jetzt wird nur etwas anderes in die Brüche gehen. Könnte das bedeuten, dass dieser Weg neu ist? Mein lieber Krieger, ich weiß es wirklich nicht. Sei vorsichtig. Da draußen ist noch viel Dunkelheit. Sei vorsichtig. Na gut. So wie ich die ganze Story jetzt mal interpretiere, ich meine, Zeitreisen sind immer so eine eigene Sache, ja. Sind die ganzen Anomalie-Sargons, denen wir begegnet sind, ja, die Kämpfe, die wir gegen sie hatten und auch das allererste Mal, als wir einen toten Anomalie-Sargon gefunden haben, von dem wir den Bogen bekommen haben, ganz am Anfang in Part 4, 5, irgend sowas, ja. Waren das genau dieselben Charaktere, ich meine logischerweise dieselben Charaktere wie wir, die bis zu einem gewissen Punkt gekommen sind und in die Vergangenheit zurückgereist sind, aber dort dann versagt haben. Also es existieren unendlich viele Versionen von Sargon jetzt und wir sind halt da jetzt der Einzige, der es bisher so weit geschafft hat. So interpretiere ich das Ganze. Aber mal schauen, ob es da noch eine Aufklärung dazu gibt. Was mich allerdings wirklich stört ist, immer noch, wo ist Ratjen? Wir sind jetzt in die Vergangenheit zurück, haben Wahram dort besiegt oder zumindest vertrieben, ja. Aber Ratjen war noch immer nicht zu sehen. Ja, da bin ich auch überfragt, gell, Sargon? Hast du jetzt eigentlich was Neues zum Kaufen? Willkommen. Nein, gut. So, was sagt denn die Schmiedin? Kaheva, erinnerst du dich an mich? Natürlich. Meine Schmiede bewahrt mich vor den Täuschungen der Zeit. Es beginnt wieder von vorne, als wäre ich in einem Rätsel gefangen. Du siehst das falsch. Es beginnt von vorne, aber du machst weiter. Das stimmt. Ich erinnere mich daran, was war und was sein könnte. Aber heißt das jetzt, dass die ganzen Gegner, die wir schon besiegt haben, theoretisch zumindest wieder leben, also Menolias und Oroth, dürften jetzt eigentlich noch nicht besiegt sein? Der andere Sterbliche will in die Sphäre der Götter aufsteigen, nicht wahr? Und du suchst nach eigenen göttlichen Kräften. Wisse, dass nicht einmal Götter ihr Schicksal vollständig kontrollieren können. Oh, interessant. Daher ein letzter Rat, Sterblicher. Ich sagte dir, dass Darius meinen Respekt genoss. Nicht, weil er gesegnet war, sondern wegen der Art, wie er diesen Segen nutzte. Mhm. Du hast meinen Respekt verdient, Sargon. Enttäusche ihn nicht. Du hast mein...
Okay, kaufen können wir nichts verbessern. Ah, okay, jetzt sind die Viererstufen verbesserbar. So viele damals 10er-Bahnen gibt es noch. Huiuiui. So, aber können wir da noch irgendwas Gescheites machen? Klingentänzer plus 2, das ginge sich jetzt endlich aus. Machen wir das. Führe am Ende der erweiterten Combo einen 6. Angriff aus. Sehr schön. Gut, den Rest können wir uns jetzt, ich meine, wir haben zwar genug Xerxes-Münzen, aber ja, mache ich jetzt einmal nicht. So, Arterbahn. Schön, dich zu sehen. Hassan lebt. Ich habe ihn gerade gesehen. Anahita war nicht bei ihm. Anahir. Sie ist gestorben. Durch Varams Hand. Was? Das verstehe ich nicht. Arterbahn, hör zu. Ohne sie wäre ich jetzt tot. Sie schützte mich vor seiner Klinge. Was sagst du denn da? Für Erklärung fehlt die Zeit, aber... Es ist der Fluch, der hier herrscht. Nicht wahr? Ich spüre es. Die Erde bebt und die Luft knistert. Sargon, du musst die verfluchte Magie dieses Ortes irgendwie besiegen. Sonst sind wir alle verloren. Ich habe noch keinen Weg gefunden. Aber ich werde es. Wie kann sich hier manches so stark verändern und anderes bleibt gleich? Wüsste ich auch gern. Der Zeitfluss ist unstet. Ich fürchte, manche Ereignisse lassen sich nicht rückgängig machen. Es ergibt keinen Sinn. Menolias tötet eine Sargon-Version. Aber Sargon tötet den einzigen Menolias? In einer anderen Zeitlinie tobt der Kampf sicher noch. Dann will ich dorthin, wo wir Unsterblichen wieder Freunde sind. Ich auch, Arterbahn. Ich auch. Ich halte meine Klinge scharf. Ich halte meine Klinge. Gut, dann die letzte Prüfung. Zum Gewebe der Welt? Nicht Gewebe der Zeit? Habe ich das falsch gelesen die ganze Zeit? Hoppala. Ja. Arterbahn, meine Schärpe. Ich kann sie lenken. Noch ein Geschenk von Simurgh. Ist eine lange Geschichte. Sie ist eher von Atra durchdrungen, wie Klingen und Bogen. Ich zeig es dir. Hoppala. Gut. Ach komm. Danke. Welch ein enormes Können. Und ich kann noch etwas. Schau genau hin. Eigentlich bringst du es ihm jetzt bei, ja? Und nicht er dir, Sargon. Oh je, Mine. Ach, Kacke. Diese Luftkombos sind... Beeindruckend. Aber ein Leben reicht nicht, um solche Macht in ein Objekt zu zwängen. Ich fühle mich, als hätte ich viele Leben im Berg Kaf verbracht. Na, das war ja eigentlich relativ kurz jetzt. Du schlägst dich gut. Ich kann dir momentan nichts mehr beibringen.
Ich besitze eine alte Schriftrolle, die mir mein Mentor vermacht hat. Sargon, du sollst sie bekommen. Der Pfad des Helden. Oh je, das ist ja schon wieder ewig viel zu lesen. Hört her, edle Seelen. Ich, Kiron. Oh. Kernvorausforderung abgeschlossen. Ich, Kiron, Diener der Weisheit und namhafter Lehrmeister von Helden, übergebe euch hiermit ein heiliges Übungsprogramm. Möge es in die Annalen der Geschichte eingehen, auf dass es nach meinem Weggang nicht in Vergessenheit gerate. Dieses Kompendium, das zukünftigen Recken als leitendes Licht dienen soll, ist bestrebt, Helden zu schaffen, die selbst meinen größten Schüler übertrumpfen. Herkules. Nur diejenigen, die sich als außerordentlich beweisen und fähig sind, legendären Status zu erreichen, werden in meine Geheimnisse eingeweiht. Auch wenn Herkules Blut göttlicher Abstammung in sich trug, waren es meine Anleitung und meine strengen Prüfungen, durch die er an Weisheit und Können gewann und leider auch an Selbstüberschätzung. Herkules tägliches Übungsprogramm. Ein morgendlicher Sprint, 75 mal die Länge des Stadions, geschwind wie Hermes selbst. 150 seitliche Ausfallschritte, gestreckt wie ein bereiter Krieger. 50 Stierhebungen, bei denen jeder Arm eine Stärke wie göttliche Stiere aufweist. Meistere die Kunst der Sternhaltung, bei der man das 150-fache Gewicht des Himmels auf den Schultern trägt. 500 Kniebeugen mit dem Gewicht des Pegasus auf den Schultern. 750 einhändige Liegestütze, um den tapferen Spartanern mit jedem Glied nachzueifern. Eine titanenhafte einstündige Unterarmstütze, um unerschütterliche Standhaftigkeit zu beweisen. Ehre Ares mit 1000 Kriegsrumpfbeugen, um seinen resoluten Kampfgeist in dir zu erwecken. Beweise dich in einem einstündigen Gerangel purer Stärke mit dem mächtigen Stier. Schwinge das Xiphos 2 mühsame Stunden lang, um deine Fähigkeiten im feinen Tanz der Klinge zu perfektionieren. Widme der Kunst des Schwertkampfes 1 Stunde und verfeinere deine Technik mit jedem Schlag. Beschwöre die Stärke von 250 Olympiern herauf und demonstriere deine Macht in einem epischen Seilziehen mit einem Zyklopen. Folge dieser anstrengenden Routine 6-mal die Woche und erlaube dir nur einen Tag der Ruhe. Um den Gipfel deines Potenzials zu erreichen, stelle sicher, jeden Tag Nahrung im Gewichte von der Hälfte deiner selbst zu verzehren. Wow. Mögen die Götter auf dich herablächeln, wenn du diese Reise der Eigenwandlung antrittst, und möge dein Name auf ewig im Pantheon der wahren Helden gefeiert werden. Kiron der Zentaur, Erschaffer von Helden. Schön, dich zu sehen. Ich halte meine Klinge. Ja, cool, damit hätten wir das auch erledigt. So, jetzt frage ich mich gerade, wo gehe ich als nächstes hin? Und es gibt einige Stellen, wo wir jetzt weiter können. Ich werde jetzt einmal zuerst zum Sammler runtergehen, da war ich schon lange nicht mehr, und mir dort die paar Amulette, die der hat, noch kaufen für die paar Xerxes-Münzen. Die wir ja eh haben. Mehr als genug. Xerxes an. Wenn du handeln willst, bezahl mit Xerxes. Ja, das hast du schon mal gesagt. Hab ich das? Dann muss was passiert sein. Ich hatte eine zweite Chance, die Zeit zurückzudrehen. Und was ist mit uns? Was haben wir anderen davon? Nun, ich hoffe, das wird uns allen helfen. Du weißt doch auch nicht mehr als der Rest von uns. Die Zeit dreht sich also erneut. Das tut sie. Eine zweite Chance für andere Taten. Andere Entscheidungen. Du klingst überzeugt. Also will ich dir vertrauen. Aber du klingst besorgt. Nein, ich mag unwichtig und hier unten ganz allein sein.
Aber ich weiß, dass wir alle verbunden sind, ob es uns passt oder... Hoppala, sorry. Ob es uns passt oder nicht, sagt er. Es muss nicht immer alles glänzen. Es muss nicht immer alles... Gut, so. Also, wir haben genug von den Dingern. Hungerndes Herz. Stelle nach und nach Gesundheit wieder her. Schwächt im Gegenzug den Nahkampfschaden. Böser Blick. Erhöhe die Angriffskraft. Kraft im Nahkampf stark. Im Gegenzug wird deine maximale Gesundheit auf einen mickrigen Wert reduziert. Und Schicksalsblick. Das wäre allerdings geil. Zeig die Gesundheitsbalken von Gegnern an, wenn du sie triffst. Ja, den werde ich gleich reinhauen dann. So, das war's bei dir, es muss nicht immer alles. Okidoki. Dann, wohin als nächstes? So, gut. In den Tiefen fehlt immer noch eine Truhe. Die weiß ich halt leider überhaupt nicht, wo sie ist. In der Unterstadt fehlt auch noch einiges. Das sind noch 2 Xerxes-Münzen. Wo denn? Und 3 Truhen. Was? Wo denn? So, im Wald ist noch eine Truhe und ein Text. Aber da können wir da noch weiter. Das werden wir jetzt eh dann angehen. Genauso auch hier rüber werden wir gehen. Und in die Grube der ewigen Sande kehren wir noch einmal zurück, um das hier zu machen. Den letzten Teil, der wahrscheinlich dann die letzte Truhe sein wird hier unten. Okay, im heiligen Archiv eine Truhe noch, ein Text. Keine Ahnung, wo die wieder sind. Weil so haben wir eigentlich auch schon alles abgegrast. Der Oberstadt fehlt noch einiges, aber da haben wir ja auch noch den Bereich, den wir noch weiter erkunden können. Ja, das war's dann aber, glaube ich, einmal so im Großen und Ganzen. Na gut, dann würde ich sagen, zuerst mal zu einem Wack-Wack-Baum das Amulett reinhauen. Das muss ich jetzt aber nicht on-cam zeigen eigentlich. Wobei, warum nicht? Und dann schauen wir mal da rein, was da noch ist. Gut. So, gut, hauen wir das eine Amulett rein. Wo war's denn? Da, Schicksalsblick. Sehr gut. Und jetzt geht's darüber. Hier haben wir ja Orod einmal getroffen. So. Hopp. 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 Geil. Was ist hier? Eine Truhe, okay. Mit einem Skin. Rosarot, ach Gottchen. Und ein Sammelgegenstand. Botanikprotokoll von Kyrus, Protokoll 2. Und wieder Ewigkeiten zu lesen. Das nervt mich schon ein bisschen hier irgendwie. Ich kann mich nicht erinnern, wie lange ich schon hier bin. Wie lange ich durch diesen Wald streife. Meine Vergangenheit ist verschwommen. Ich erinnere mich nur noch an das Gesicht meiner Frau, Kyra, und an meine Pflicht ihr gegenüber. Die finstere Macht, die diesen Wald heimsucht, verschlingt mich. Die Verderbnis ist auf mich übergegangen und zieht sich wie ein Gift durch meine Venen. Mein Körper verfault von innen. Der Wald wird mich nicht gehen lassen. Ich spüre, dass ich Teil dieses kranken Ökosystems geworden bin und bald schon werde ich auf ewig hier gefangen sein. O Kyra, was habe ich getan? Ich habe versagt. Ich habe es nicht geschafft, die wundersame Pflanze zu finden und dir zu bringen. Unsere einzige Hoffnung ist dahin. Bitte verzeih mir. Meine Reise endet hier. Inmitten des Verfalls und der Verzweiflung. All meine Mühen waren umsonst. Ich hinterlasse diese Aufzeichnungen als Zeugnis für die Anstrengungen, die ich unternommen habe, um dich zu retten, um die Erinnerung an Liebe zu ehren, die nicht bewahrt werden konnte. Ich spreche diese Warnung für künftige Generationen aus. Nehmt euch vor dem Reiz dieser verbotenen Harmonie in Acht.
Das Gleichgewicht der Natur darf nicht durch die unersättliche Gier unserer Spezies gestört werden. Es gibt Mächte, die sich unserem Verständnis entziehen. Und wer mit ihnen spielt, bringt das perfekte Gleichgewicht des Universums in Gefahr. Kyra, meine geliebte Frau, ich hoffe, dass ich dich auf der anderen Seite wieder in die Arme schließen kann. Ich bete, dass ich eines Tages wieder mit dir und unserem Sohn vereint sein werde. Kyrus, Mordad oder Charivar im ersten, vielleicht im zweiten Jahr nach König Darius. Okay. Traurige Schicksale hier alles eigentlich. Gut, aber... Jetzt... Ach ja, ja klar, Truhe war hier und der letzte Text. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wohin jetzt? Ich will hier rein und darüber. Mal schauen, wo es dorthin weitergeht. Gut, dann bis gleich dort. Gut, jetzt sind wir ganz im Osten des Somerbaumgebietes. Da ging es nicht weiter, als wir das erste Mal hier waren, weil da oben ist was für unser Gewebe der Welt. Gewebe der Zeit, ich muss das jetzt nachschauen, wie das wirklich heißt. Gewebe der Zeit heißt es, nicht Gewebe der Welt. Wusste ich doch. Artaban, du hast dich vertan. Für das Gewebe der Zeit und da drinnen ging es nicht rauf. Die Stele haben wir schon gelesen, weil da konnten wir noch nicht drüber hüpfen. Ah ja, gut. Okay. Okay, Okay. Ah ja, und da haben wir was zum Einsammeln. Von Simurgh gesegnet. Oh, schon wieder so ewig lang. Ahura Mazda, mögest du Simurgh segnen, sodass er dafür uns seinen Segen schenkt. Eines Tages erhob sich Simurgh in die Lüfte und brachte die Blätter des Somerbaums zum Beben, wobei diese einen Schwall von Samen sämtlicher bekannter Pflanzen freisetzten. Diese Samen, die von Vayuvata, den kosmischen Winden, in die Höhe getragen und von den Tränen Tishtriyas, dem himmlischen Regen, genährt wurden, umkreisten den Globus, setzten sich in unzähligen Pflanzen fest und wurden so zum Inbegriff des Pflanzenlebens auf der Erde. Die himmlischen Samen besaßen die Kraft, alle Leiden zu heilen, die die Menschheit plagten. Simurgh nimmt die Form eines göttlichen Vogels mit gewaltigen Flügeln an und strahlt eine immense Präsenz aus, die sogar einen Elefanten in den Himmel heben kann. Sein Gefieder schimmert wie poliertes Kupfer, ein unvergesslicher Anblick im Reich der Sterblichen. Dieser Gott besitzt Zähne und hegt eine erbitterte Feindschaft gegen die Schlangen der Erde. Er findet es behaglich, wo reichlich Wasser fließt und wählt solche Zufluchtsorte als seinen natürlichen Lebensraum. Simurgh hat die Vernichtung der Erde schon dreimal miterlebt. Er besteht nun seit Äonen und hat sich im Laufe der Zeit ein unvergleichliches Wissen angeeignet. Diese Gottheit übernimmt die heilige Aufgabe, die Länder und die Gewässer, auf die es trifft, zu säubern und dient als lebenswichtige Schnittstelle zwischen dem irdischen und dem himmlischen Reich und als heiliger Abgesandter. Als Omen göttlicher Akzeptanz erscheint Simurgh gelegentlich in Form eines Vogels, der auf dem Kopf oder den Schultern auserwählter Monarchen thront. Mit diesem ehrwürdigen Zeichen bekräftigt er die Anerkennung von Ormast, der höchsten Gottheit, und zeigt die heilige Präsenz des Auserwählten im irdischen Reich. Cool, wieder ein bisschen mehr Lore hier. Und da drüben ist ein Zeitkristall. Okay, na dann schauen wir mal, wo es da jetzt noch weitergeht. Ob es da noch weitergeht. Wow. Na. Sargon! Holy moly, zwei von denen. Ja,
Leute, es reicht. Okay, das sind ja jetzt die letzten Ausläufer der Stadt, ha? Ah, crap. Sargon. Da brauche ich wieder was zum Explodieren. Gott. Wo soll ich denn das wieder herkriegen? Wie soll ich denn das wieder wissen? Okay. Schwierig, schwierig. Sargon! Okay. Wie komme ich denn da drüber, wenn ich nicht dashen soll? Ah, okay, gut, ja. Ich check's schon. What the... Gut, den ersten Abschnitt hätten wir mal, aber ich glaube, das geht hier noch fröhlich weiter. Holy moly. Jo, ja, haha. Ja, genau. Warum ist da der blöde Vogel? Ach komm, Gegner in Jump'n'Run-Passagen, das ist doch Känzer. Ganz ehrlich. Der stirbt. Jetzt werde ich hierher zurückgesetzt. Okay. Thank you.
Naja, gut. Wo sind wir jetzt? Ich werde mich mal kurz heilen. Weil so wie ich das kenne, kommt jetzt noch irgendwas Heftiges und ich habe halt wieder mal keine Heilung mehr. So, besser als vorher. Leuchtturm. Okay, neuer Ort. Ich brauche ich sicher. Da oben ist. So, was haben wir hier? Zettel von einem beschädigten Talisman. Seit Menschengedenken trägt der Abendwind Hoffnungen und Erinnerungen. Lass dich jetzt von ihm tragen. Okay. Geht's ja auch noch rauf. Fariba? Hallo Fariba. Was machst du denn hier? Als der verfluchte Nebel aus dem Gebirge kam, hat er die Dörfer gestohlen. Gestohlen? Ja, einige sind komplett verschwunden. Auf Nimmerwiedersehen. Ich glaube, du veralberst mich. Mach ich nicht, versprochen. Ich frage mich, was die Wolken verbergen. Ich frage mich, was die... Okay. Karte. Vom Gebiet Leuchtturm. Da ist noch verleihe mir dein Auge des Wanderers. Ganzes Gebiet? Ich ergänze die Informationen, die ich über dieses Gebiet habe. Okay, naja, aber das ist jetzt kein sehr großes Gebiet. Verstecktes Dorf. Okay. Okay, naja, dann schauen wir uns hier, würde ich sagen, im nächsten Part weiter um. Danke fürs Zuschauen. Diese Passage hat mich gerade wieder wuggy gemacht im Kopf mir. Hier. Bis zum nächsten Mal. Sag und setz dich mal neben Fariba. Keep gaming.